Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu NHL 2009. Wir befinden uns im Landeanflug auf Hamburg. Nein, die Hamburger sind im Landeanflug auf Düsseldorf. Sie spielen nämlich bei uns. Mein Gott, ich komme da immer durcheinander. Ja, ich mache heute noch ein Spiel. Warum denn eigentlich nicht? Ich bin gewappnet. Ich habe meine Zigarette, ich habe meinen Kaffee, ich habe meine externe Festplatte. Das reicht. So, aber bevor ich das wieder vergesse. So. Und ja, dann kann es auch direkt losgehen. Wir spielen zu Hause gegen die Hamburger, aber das scheint mir alles ein bisschen zu langsam zu sein. Naja, egal, wir sehen uns gleich wieder. Södele, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir heute gegen die Hamburg Freezers gewinnen können. Das letzte Spiel haben wir gegen die Freezers ja mit 5 zu 4 verloren. So. Das ist jetzt im Übrigen sogar das dritte Spiel, was ich jetzt schon aufnehme, an einem Abend. Oh, voll verzogen. Und was war das? So schnell? Da! Puh! Warum verziehe ich denn immer? So, Reed. Strafe, komm. Ach ja, der mit der Trikotnummer 0, den habe ich ja schon beim ersten Spiel gefressen, das stimmt ja. Für Hamburg durch Nummer 0, Glenn Murray. 2 Minuten wegen Behinderung. Was kann er dafür, wenn er behindert ist? Hey! Warum tue ich mich eigentlich gegen Hamburg so schwer? Komm, Vicky! Mann! Ja, schön geblockt. Und was war das jetzt? So. Dann machen wir da jetzt mal Folgendes. Einmal dahin. Einmal dahin und Tor. Na, schön wär's. So, BG, was machst du? In die falsche Richtung passen. So, Adams. Ah, da verfehlt er den Puck. Und Strafe. Das gibt's doch nicht, ey. Super Pass, aber nichts draus geworden. Nein, nein, nein. Na, lass mich doch durch. Du Sockte. Schön, Reed. Unterzahltor. Wunderbar. Und alles ist wieder offen.
So. Mann! Oh oh. Wie oft wollt ihr eigentlich noch hin und her passen? Lass mich doch durch! Mann, 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 Mann. Abseits. Hey, wartet doch mal. Ich bin ja noch gar nicht so fertig. So, jetzt auch, komm. Ich frage mich, wann der Danner endlich sein erstes Tor schießt. Ach, was war das denn? Ah, Kater, lass den Puck doch nicht da liegen! Die letzte Minute im ersten Drittel hat begonnen. Aber was mache ich denn da? Alter Schwede, das Spiel gegen Hamburg ist aber immer ganz schön munter, ey. Schönes Tor im Übrigen von Hamburg. So, weiter geht's. So, Edlund. Und Jamie Wright. Und die Führung. Schön. Und weiter geht's. Yeah. Na? Ja. Jamie Wright. Und Mark Parrish! Jetzt geht's aber richtig los! So kann es doch weitergehen. 3-0 und wir haben erst eine Minute gespielt im zweiten Drittel. Und es steht 3-1. Bosani. Ach, schade. Könnt ihr euch mal entscheiden, immer dieses Hin- und Hergepasse? Das geht mir auf den Sack, ey. Mist, verdammter. Ach, Roach, was war das denn? Na, war's mal ein bisschen zu übermütig, würde ich mal so sagen, ne? Schön, Collins. Michi, mach... Ich wollte gerade sagen, Michi, mach es! Und er macht es! 4-1. Schön. Tor für BG Medusa. Erzielt durch Nummer 18. Assist durch Nummer 19. So, Dana, mit dir habe ich jetzt was vor. Und verzieht natürlich die Sau. Shit fucking car. Ja, 4-2, ne?
Ja, Hamburg darf man nicht unterschätzen. Nix da, nein. Schieß doch weiter im Tom-Tor. Upsala. Kreuzer. Das wäre ein schönes Tor gewesen, ne? Wenn da reingegangen wäre. Ich erinnere daran, das erste Spiel auswärts in Hamburg habe ich 5 zu 4 verloren. Strafe. Wilfort. Also ehrlich, so was macht man doch nicht. Oh mein Gott. Die Nasse, wunderbar. Vici. Ja, super. Ach, natürlich. Er ist natürlich mal wieder schneller als alle anderen. Und Vici alleine. Schade, hätte ja klappen können. So, Viking Star. Mark Parrish natürlich verzieht. Drecks abseits, Mann. So. Ach Mann, ich wollte doch passen und nicht schießen. Ja, das war noch eine super Mannschaft, aber nicht so, wie sie da steht, weil ich habe ja schon viele Transfers gemacht. Aber so die Anfangsmannschaft, die zwar Dietrich, was für ein Hammer! Schön! Oh, schön an den Pfosten und rein mit der Dinger. Wunderbar. Tore hatte er erst. Und Klaus Kater, der hat die ganze Abwehr gerade ausgetanzt. Habt ihr das gesehen? Sechs eins. Ja, okay, also mit 5-4, das wird mir so ganz hinhauen. Nicht 6-1, hallo 6-2. Mein Gott, wie komme ich auf 6-1? Und der Befreiungsschlag. Na, warum schießt er denn nicht? So, ich würde mal sagen,
Ein sehr gelungenes, gutes zweite Drittel. 6-2. Das kann sich doch sehen lassen, ne? Und auf geht's ins letzte Drittel. Ich hasse es aber immer so hoch zu gewinnen, Mann. So, weg da. Pfosten. Was? Stor, was machst du denn da, Stor? Ach, schade. Ja. Verdammt knapp, ey. Ey, Michi, mache doch. Schönes Tor. Ach, die haben auch schon einen Torwartwechsel gemacht. Ja, den, ne? Ach nee. Was ist das schön? Was ist das schön? Das Geile an Hamburg ist ja, man kann mit den Hamburger Fans sowas von geil feiern, ey, nach so einem Eishockeyspiel. Ey, das gibt's gar nicht. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Mit denen kriegt man immer Spaß. Damals zu Kistezeiten, also in der Düsseldorfer Altstadt, gab es mal eine Kneipe, die nannte sich Düsseldorfer, ohne Düsseldorf, aber die Kiste. Das war ein saugeiler Laden, ne? Da hat sich alles gefunden, was Eishockey-Fan war. Da sind wir dann jeden Freitag nach dem Eishockeyspiel hingegangen. Und erst morgens raus. Weiß der Kuckuck, wie viel Uhr. Waren geile Zeiten, ne? Aha, Kreuzer! Jawoll! 7-2! Komm aus dem Abseits raus. Endlich hat der auch mal wieder ein Tor geschossen. Ich bin heute gut drauf. Ich glaube, ich mache danach noch eins. Wer mir aber immer wieder immer besser gefällt, ist der Kattan im Moment. Also und Robert Dietrich zum zweiten, ey. Ich glaub es nicht, ey. Ich fall vom Glauben ab. 8-2. Und da kann ich mich an ein Spiel erinnern, das war rein zufälligerweise auch gegen Hamburg. Noch an der Bremenstraße. Da haben wir auch 8-2 gewonnen. Schönes Tor. Von dem möchte ich mir noch ein Trikot kaufen, von Tyler Beachy. Schade, dass der uns verlässt. Der hat mir in dieser Saison sehr gut gefallen. Ja.
Der hat mir echt sehr gut gefallen. Obwohl der jetzt nicht gerade der Torschützenkönig ist, aber der kann sowas von geile Vorlagen geben. Ah, ich hatte mich gerade eben gefragt, wo ist denn der Holländer? Den habe ich ja in diesem Spiel noch gar nicht gesehen. Ach, schade. Und schon wieder so hoch. Ey, das ist doch langweilig. Muss doch echt langweilig für euch sein. Tja, und am Dienstag? Direkt nichts, also nee, komm jetzt kommende Woche, Dienstag, mein Gott, ey. Jetzt habe ich's aber. Spielen wir rein zufälligerweise gegen Berlin. Hätte ich doch mal gepasst, ey. Ich hätte eine Karte, aber irgendwie habe ich keine richtig großartige Lust. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht gehe ich auch. Mal schauen, aber ich wollte ja auch auf Block TV meine Sendung machen. Musik und so. Also wer Lust hat, sollte mal auf Block TV gucken und ups. Nein, 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 nein. Oh, Superstore. Sollte mal Block TV einschalten und dann Düsseldorfer 80 eingeben. Düsseldorfer mit UE aber. Autsch. Ach, schade. Ich werde aber den Link, glaube ich, noch mal unten reinhauen. Ich weiß nicht, entweder Montag oder Dienstag, so ab 19 Uhr, 19, 20 Uhr, mal schauen. Aber alles nur Partymucke. So, 8, 7, 6, 4, 4, 4 Sekunden noch. So, jetzt am besten Bulli und Tor. Na, okay, das war's. Ja, 8-2 gewonnen, ne? Was will man mehr? Was will man mehr? Und wer ist der MVP? Robert Dietrich! Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, was würde ich mir wünschen, wenn der Dietrich mal ein Tor schießt? Heute hat er direkt zwei geschossen. Freue ich mich. So. Ich habe nur zwei Schecks gemacht, meine Güte. Das wird auf der PS3 ganz anders aussehen. So, ich beende die Aufnahme und bis gleich. Gameplay, glücklich über den heutigen Triumph. Naja, ja, ich meine, bei 8 zu 2. Mark Parrish hat eine super Serie. Ich meine, der hat ja auch schon gut was herausgespielt. Berlin hat verloren gegen Augsburg. In Augsburg auch noch, ja. Und schon wieder E-Mails. Drei neue aktuelle Serien. Auch hier steht aber die besten Serien der Woche keine. Obwohl ich gerade eben noch gesehen hatte, Mark Parrish hat eine gute Serie. Ist mir egal. So, Transferzusammenfassung und dann habe ich gerade schon gesehen, ein Transferangebot. Iserlohn Roosters. David Sulkowski, Iserlohn Runde 4, Draftpick, Doug Ast. Ja, vielleicht kann mir irgendeiner mal sagen, was das hier heißt. Draftpick. Keine Ahnung.
an Adler Mannheim für Ronny Arendt, Mathis Ulib und Jochen Molling, der ja auch zufälligerweise mal bei der DEG gespielt hat. Und Transferangebot. Guten Tag, Let's Play. In der Gerüchteküche hörte ich, dass Sie eventuell ein oder zwei Spieler aus Ihrem Kader austauschen wollen. Na, wer es glaubt, wird selig. Vielleicht stimmt's. Vielleicht ist es nur Gerede, doch. Wenn Sie interessiert sind, dann sollten Sie sich mein Angebot ansehen. Ich denke, unsere beiden Teams könnten davon profitieren. Na, wen will er denn haben? Kai Hosfeld und Chris Herperker für Jason Holland. Was? Ach so, runde Draftpick, nenne. Nix da. Nein. Ja. Zurück. So, das nächste Spiel ist in Augsburg. Und wo haben wir Augsburg? Oh, auf dem dritten. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, das können gefährlich werden. So, ich wünsche euch zum dritten Mal jetzt noch einen schönen Sonntag. Obwohl ich nicht glaube, dass ich heute diese drei Videos an einem Stück hochladen kann. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Und man sieht sich bestimmt in einem anderen Let's Play wieder. Bis dann. Tschüss.